Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, ihr FIFA-Zocker da draußen und vor allen Dingen ihr Fußballfans. Willkommen zu einer Prognose zum Spiel Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel ist am 24. November und ich werde, ja, ich habe eine Zeit lang jetzt eine Pause gemacht mit Prognosen, weil ich krank war unter anderem, aber jetzt geht's wieder los. Prognose zu diesen Spieltagen machen und unter anderem das Spiel wahrscheinlich noch Wolfsburg gegen, wer war's? Das Spiel Wolfsburg gegen irgendwen, wir werden es dann sehen, gegen Bremen, glaube ich, war's. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal das Spiel. Ich spiele online gegen einen meiner Abonnenten. Wir haben die Aufstellung von Bundesliga.de übernommen mit der ein oder anderen Änderung. Bei Schalke wird wahrscheinlich Uchida noch krank sein oder verletzt sein, genauso wie Höger. Und außerdem ist Papadopoulos gelb-rot gesperrt. Genauso wie bei Frankfurt Trapp ja rot gesperrt ist aus dem letzten Spiel gegen Augsburg. Das haben sie 4-2 gewonnen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Begegnung, denke ich mal. Weil Schalke Zweiter und Frankfurt Dritter ist. Beide haben 23 Punkte und sind quasi die Bayern-Verfolger Nummer 1. Ein Punkt hinter den beiden Mannschaften ist dann noch Dortmund. Die kommen mit Sicherheit auch noch ran. Und ja, lauern natürlich darauf. In jedem Fall werden sie an einem von beiden vorbeikommen können mit einem Sieg. Jetzt verlabere ich mich hier so doll, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, übernommen haben wir die Aufstellung von bundesliga.de und jetzt legen wir mal los hier, das ganze Spiel jetzt. 5 Minuten Halbzeit, eine Online-Partie und ich hoffe mal auf viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, viel Spaß. Letztes Spiel hat Schalke verloren gegen Leverkusen, in Leverkusen, das sollte man auch mal gesagt haben. Und das ist das, oder es könnte der 100. Sieg von Huub Stevens als Trainer von Schalke 04 werden. 99 Siege hat er also schon mit den Jungs. Jetzt könnte quasi der 100. Sieg kommen. Wir sind alle gespannt. Und jetzt hätten wir Inui hier am Ball gegen Jones. Die Flanke kommt nicht rein. Schön abgewehrt jetzt hier von Schalke. Jones an der Kugel. Und jetzt geht's mal für die Schalker mit dem ersten Angriff. Beide Mannschaften haben die letzten 6 Heimspiele, oder wie viel waren's, nicht gewonnen. Auswärtsspiele waren's. Schuss, Fürsten! Nachschuss! Und den hat er mal richtig schön drüber geschossen. War das Höwedes? Ich weiß es nicht. Nee, auf jeden Fall Hüntelaar, der hat nämlich 6 Spiele Bundesliga kein Tor geschossen. Das waren diese 6 Spiele, die ich eben auf der Zunge hatte. Matmur jetzt am Ball. Matmur nicht mehr jetzt am Ball. Draxler am Ball. Draxler, einer der guten Schalke-Spieler, der immer für ein Tor gut ist. Später immer eingewechselt worden in einigen Spielen. Und dann hat er noch einen Treffer gemacht. Jetzt Matmur vorne holt sich den Ball. Hier wird er abgepfiffen. Der Schuss aufs Tor zählt hier schon gar nicht mehr. Warum ist Papadopoulos eigentlich jetzt aufgestellt? Ich habe doch gesagt, dass er gesperrt ist. Wieder mal ein Fauxpas hier in der Prognose. Sorry. Okay, das war ein minimalistisches... Ein minimalistisches Foul. Ja, es geht ja hier, ist, ich meine jetzt, ne, ja, Papadopoulos ist eigentlich nicht dabei. Ich hab's ihm gesagt, er hat's nicht gemacht. Aber davon sollte jetzt die Welt auch nicht untergehen. Jetzt Frankfurt mit dem Angriff. Vielleicht eine der besten Frankfurter Mannschaften, seit es Schokolade gibt, ich weiß es nicht. Chancen auf internationale Plätze haben sie ja damit. Aber das war ja schon oft so, dass Aufsteiger oben dabei waren und dann in der zweiten... in der Rückrunde dann doch wieder zurückgefallen sind. Inui jetzt hier mit der Ecke. Schwegler. Zambrano. Und dann so ein halbherziger Pass hier nur in die Mitte. Hier aber auch von Schalke nicht gut abgespielt von hinten raus. Jetzt die Möglichkeit nochmal für Eintracht mit Meier. Schön von Holtby gemacht. Sehr schön gemacht. Hier jetzt der Pass auf Draxler. Mal einen Seitenwechsel. Mal was Neues probieren. Vorne. Huntelaar. Kann den Ball hier nicht bekommen. Aigner. Und Meier. Jung hat ja neulich die Möglichkeit bekommen, für Deutschland mal dabei zu sein. Er konnte mal ein bisschen DFB-Luft schnuppern. Das war ja auch mal für die Frankfurter eine Genugtuung. Seit langem wieder ein Nationalspieler unter sich zu haben. Aber der hat vielleicht noch eine große Karriere da vor sich. Muss man mal gucken. Einsatz hat er ja leider nicht bekommen gegen die Holländer. Jetzt dieser Fernschuss hier von Jefferson verfangen. Weit am Kasten. Knapp am Kasten vorbei. Heute habe ich wieder einen Clown gefrühstückt. So, Čipka.
Inui holt sich den Ball noch, aber dann verliert er noch gleich wieder. Das könnte hier mal ein bisschen besser laufen. Erst dieser Einsatz und dann doch diese technischen Defizite, die sich da auftun. Jetzt hier der Ball auf Matmur. Inui, Matmur vorne, läuft er sich frei, kriegt er die Flanke? Er kriegt keine Flanke. Ecke jetzt erstmal für Frankfurt. Kopfball! Knapp vorbei, Alex Meier mit dem Kopfball. Schalke vorne, bisschen wenig zu sehen bis jetzt. Eben einmal dieser Schuss von Fafan. Und ansonsten hier Jung am Ball. Oh, Aigner. Erst den Fehler wieder gut gemacht und dann doch nicht mehr. Zambrano. Und Schalke ein bisschen ideenlos da vorne. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, wieder ein Fehlpass. Das geht hier ganz schnell. Jetzt sollte der Ball mal hochkommen. Wundela! Oh, Pfosten! Natürlich den einen Pfostenschuss habe ich vorhin ganz vergessen. Da hat er gut geschnuppert und hat ihn sich geholt. Jetzt nochmal! Oh, meine Güte. Jetzt ist aber hier bei Frankfurt hinten Not am Mann. Utschipka. Inui. Und da hätte er ihn schön durchstecken können. Hätte, Fahrradkette. Achso, Trapp ist ja nicht im Tor. Dafür wieder mal Nikolov. Untela jetzt am Ball. Und da gibt es Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Wer war's? Zambrano hat ihn verursacht. Untela könnte jetzt hier sein. Endlich wieder mal einen Treffer für Schalke bringen. Gegen Nikolov. Nikolov hält den Schuss gegen Attila. Unglaublich. Oh, gibt keine Ecke, keine Ecke. Der war noch drin. Unglaublich. Das Spiel weiterhin hier 0:0. Schalke, mehr Pech als alles andere. Zweimal an den Pfosten. Und dann so einen Elfmeter bekommen. Und den nicht getroffen. Also so langsam müsste Schalke hier wirklich die Führung verdienen. Es ist eigentlich... Sie sind ja auch in der Champions League weiter, fällt mir gerade ein. Haben ja jetzt gewonnen am Mittwoch. 1:0 durch das Last-Minute-Tor von Fuchs. Nachdem sie das Spiel nicht geschafft haben, mal ein Tor zu schießen. Kurz vor Schluss dann kam Fuchs und hat getroffen. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Das ist alles nur aus dem Erzählen her, was ich jetzt kurz gesagt habe. Was ich gehört habe. Gleich ist Halbzeit. Und wir haben hier eine aufregende Halbzeit gesehen, finde ich. Viele Chancen dann doch für Schalke. Hier zwei Pfostenschüsse, ein Elfmeter. Aber das Spiel 0:0. Wir sehen uns wieder in der nächsten Halbzeit. Bis gleich. So, die nächsten 45 Minuten. Und diesmal geht Draxler raus. Affelei kommt rein. Das haben wir jetzt einfach so entschieden hier unter uns. Also muss ja jetzt nicht ganz, muss ja nicht sein, dass es echt auch passiert. Aber wir machen es einfach mal. Bei Frankfurt ist alles so geblieben wie in der ersten Halbzeit. Also, oh, keine Veränderung. Neustädter jetzt hier am Ball. Lässt sich auch nicht wegnehmen. Der klebt wie Patex am Fuß. Aber der Ball hier bei Nikolov jetzt zum Schluss in den Händen. Jung am Ball. Ja, und da kretscht er ins Leere. Und da der Fehlpass. Frankfurt aber trotzdem noch weiterhin im Ballbesitz. Jetzt mal nach vorne. Meier. Außeneigner, bringt er jetzt eine Flanke? Er verliert den Ball. Fuchs hat hier schön aufgepasst. Sehr gut, Affelei. Jetzt zum ersten Mal am Ball in dieser Halbzeit. Und da wird er von den Beinen genommen. Taktisches Foul hier, ganz klar von Rode. Gelbe Karte. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war hier, um den Angriff zu stoppen. Hat Rode nochmal ein bisschen den Angriff ausgebremst. Schalke jetzt also hier mit dem Freistoß. Schön von. Schön aufgepasst. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich kann es nicht mal alles sehen während ich spiele. Matmur. Vorne. Jetzt. Ah, nee, da nicht. Inui. Und da hätten wir Rode. Wie gesehen, halt gelb gefährdet. Matmur bekommt jetzt vorne den Ball. War hier nicht im. War doch im Abseits. Ich dachte schon. Ich dachte, er kommt damit durch. Ich dachte, der Schiri hat es nicht gesehen. Aber er hat es doch gesehen und noch gewartet. Ja, hier eine ganz klare Sache. Wenn man es nochmal in der Wiederholung sieht. Stellt euch einfach vor, das ist nicht Papadopoulos, sondern irgendwie...
Wer könnte denn sein? Ich weiß gar nicht, wer da in der Innenverteidigung noch so ist. Metzelder ist ja auch schon dauerverletzt. Oh, schöner Ball auf Matmur. Den kommt aber nicht ganz an. Dann war er doch nicht so schön, sag ich mal. Verfahren jetzt. Der zieht jetzt durch. Der zieht, der Jefferson, der zieht durch. Macht hier die gleiche Nummer wie vorhin nochmal hier. Nee. Doch nicht. Also weiterhin 0:0, aber es bleibt spannend. Es bleibt einfach spannend hier. Abstoß von Nikolov. Beide Mannschaften wollen ja nach oben da weiterhin sich Punkte erkämpfen. Wobei Frankfurt ja mit dem glücklich sein kann, wo sie jetzt sind. Also das hätte ja niemand gedacht vor der Saison. Der Überraschungsverein dieses Jahres, finde ich, bis jetzt. In der Bundesliga. Oh, war kein Foul anscheinend. Hütteler hat jetzt den Ball gleich wieder weg. Schalke muss hier anderen von Angriff auf Verteidigung umschalten und wieder zurück. Jung soll den Ball jetzt hier bekommen. So, Aigner. Aigner läuft da auf Fuchs auf. Und der schön umgetrickst hier, spielt auf Andersen. Oh, schön, aber dann doch verloren den Ball, leider. Hier sind sehr viele eklatante Fehler, die die beiden Mannschaften machen. Und deswegen sehen wir jetzt auch keine offensiven, guten Aktionen von beiden Teams. Jetzt aber vielleicht auf der rechten Seite hier Aigner. Der ist frei. Jetzt mal in die Mitte ziehen oder Matmur anspielt. Aber Matmur kriegt den Ball nicht richtig behauptet für sich. Jetzt wieder Huntelaar. Ich sag ja, es geht eine Umschaltung auf die andere. Und jetzt haben wir Huntelaar am Ball. Gegen Nikolov. Und dann wird er hier nochmal gelegt. Und es gibt keine rote Karte, es gibt keine gelbe Karte. Nein, es gibt einfach nur einen Freistoß für Schalke 04. Den jetzt Fuchs natürlich ausführen wird. Heute vielleicht noch. Ich weiß es nicht, ob er vielleicht noch einen Kaffee trinken will. Oder was auch immer. Oder wartet er vielleicht, dass der Wind ein bisschen sich legt. Ja. Und hier geht der Ball 30 Meter übers Tor. Reden wir nicht länger drüber über den Freistoß, ne? So. Das war mal wieder nichts hier mit dem Befreiungsschlag. Der Ball sollte zu Neustädter gehen. Kommt hier aber nirgendwo an. Abschlag für Frankfurt. Jung mal wieder. Ja, Aigner hier mit dem Problem, den Ball anzunehmen. Jetzt vielleicht mal die Frankfurter, die Hessen. Ah, der kommt gut auf Neustädter. Nee, doch nicht mehr. Also, jetzt noch 10 Minuten Zeit. Jetzt muss doch mal eine Mannschaft hier noch ein Tor schießen. Muss doch noch was passieren in diesem verrückten Spiel. Matmur jetzt. Matmur. Matmur kommt nicht zum Abschluss. Luis Holtby verliert ja auch den Ball. Was ist denn da los? Schön gespielt jetzt Rode, der vorhin die gelbe Karte bekommen hat. Und vielleicht seine Mannschaft gerettet hat vor einem Konter, einem fiesen Konter. Schöner Hackenpass, nee, doch nicht. War gut gezielt, aber dann kam doch noch ein Spieler von Schalke dazwischen. Jetzt Luis Holtby, der rennt um sein Leben. Er rennt auf Nikolov seinen Kasten zu. Holtby wieder am Ball, immer noch dabei. Und nun Nikolov, der hier nochmal die Hände dazwischen hat. Ecke. Kurz vor Schluss, 88. Minute, 0:0. Nein, da ist dann der Fehler, da ist der Fehler und er wird bestraft von Klaas-Jan Huntelaar, der jetzt hier mit dem, ja, mit dem Netz ein bisschen rumkuschelt. Ja, ein großer Fehler im Strafraum und zack, liegst du mit 1:0 hinten. Schalke jetzt wieder das Last-Minute-Tor. Diesmal war es aber dann nicht Fuchs, sondern Huntelaar, der auch verantwortlich ist für die Tore bei Schalke. Ja, einen Schuss von Frankfurt haben wir ja auch schon lange nicht mehr aufs Tor gesehen, ne? Also von daher müssen wir uns auch nicht wundern, dass die jetzt zurückliegen. Wer kein Tor schießt, der gewinnt auch nicht. Wer nicht mal aufs Tor schießt, der kann auch nicht gewinnen. In dem Sinne ist meine Prognose vorbei. Ich finde das Ergebnis gar nicht mal so unrealistisch. Schalke wird das Ding, glaube ich, machen zu Hause.
Und ja, in dem Sinne sehen wir uns wieder bei der nächsten Prognose, beim nächsten Video. Schaut gerne mal wieder vorbei. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.